Bald ist es wieder soweit. Überall werden am Heiligen Abend gemütlich die Familien zusammensitzen, essen, trinken, lachen. Es gibt aber auch Menschen, die verbringen den Heiligen Abend nicht mit ihren Familien, weil sie arbeiten müssen. Eine davon ist Schwester Joja. Sie hat am Heiligen Abend Nachtschicht in der Ambulanz im Landeskrankenhaus in Feldkirch. Du hörst, dass sie nicht katholischgläubig bin, sondern orthodoxgläubig, feiere ich sowieso am 6. und 7. Jänner wie Nächte. Und von dem her sollten die Priorität haben, dass sie die, wo Kinder daheim haben, wo die kleinen Zwergele, die noch an die heile Welt glauben, dass die einfach mit den Eltern feiern. Und mir macht das eigentlich nichts aus. Und von dem her habe ich mich dazu freiwillig bereit erklärt. Trotzdem kann man sich den Heiligen Abend ja auch im Dienst gemütlich machen. Wir haben einen Aufenthaltsraum, wo wir einen Christbaum umgestellt haben, natürlich geschmückt. Das wird vom Tagdienst am 24. immer übernommen. Und dann wird mit der Dienstmannschaft von den Ärzten, vom Röntgen, von den Gipser, wird dann einfach, je nachdem, wie viel zum Tun ist, irgendwann einmal ein gemeinsames Abendessen stattfinden. Man wird schauen, dass man ein paar Keks liest, man wird ein bisschen Fernsehen schauen, man wird es gemütlich haben, insofern ist das die Patienten zulassen. Gerste wird sowieso immer zusammen mit der Dienstmannschaft in der Nacht. Man bestellt einen Döner oder Pizza oder man macht sich Soße, du bringst ein Brot mit, ich bringe einen Käse mit, irgendeinen Speck oder so. Und es geht sich eigentlich immer recht gut aus, dass man so 10 Minuten, eine Viertelstunde wenigstens zusammenhocken kann. Für Schwester Joja ist es nicht das erste Jahr, in dem sie an Weihnachten arbeitet. Der 24. ist der erste, an dem ich Nachtdienst habe. Ich habe sonst immer über Weihnachten freiwillig gearbeitet. Sprich vom 21. bis 27. und es ist dann immer an einem Feiertag mehr oder weniger Nacht dazu gewesen. Also jetzt schauen wir mal, was die Heilige Arbeit mir bringt.